Ach so, das ist so eine harte Zeit. Ihr seid ja schon da, Mann, ich bin noch gar nicht so weit. Ich habe noch nicht mehr gegessen, gefrühstückt. Geht gleich weiter nach dem Intro. Bis gleich. So, mich hat ja ganz schön die Grippewelle erwischt. Ihr wisst ja, eine Männergrippe ist so gefährlich. 90% der Männer gehen drauf. Ich habe es Gott sei Dank überlebt. Diesmal jedenfalls. Ja, ich bin noch ein bisschen angeschlagen. Heute geht's um das verstärkte Cover vorne vom vorderen Differential bei Polaris Sportsman und Kremner. Bei der 850 und 1000er. Und gerade bei der 1000er ist es sehr empfindlich, weil die viel mehr Leistung als so 850er. Da bricht das Teil gerne mal weg. Und heute möchte ich euch mal ein Teil vorstellen, was ich mir jetzt geholt habe und testen möchte. Auch natürlich einbauen. Und das ist das hier. Und das kommt von J-Parts. J-Parts sitzt in Österreich. Der hat eigentlich offiziell Haufen Rennsport-Sachen mitgemacht und entwickelt eben die Teile selber, weil es eben nichts zu kaufen gibt. Es gibt von der Verstärkung natürlich auch andere Hersteller, aber eben die meisten wirklich alle nur aus dem Ausland. Und das kann man hier in Deutschland kaufen. Gut, den Preis seht ihr ja auch, wa? Seht ihr den? Ja, seht ihr. Ich habe natürlich nicht so viele bezahlt. Danke nochmal an RMX. Und dann wollen wir mal einbauen, ob das überhaupt taucht. Aber ich will euch einmal zeigen, was alles bei ist. Bei ist das nicht. Das habe ich mir ausgedruckt. Das ist nämlich die Einbauanleitung. Bei ist erstmal dieses Cover hier. Und wenn man sich das mal anguckt, da hatte ich am Anfang Bedenken gehabt. Ich sage, das sieht nicht gerade stabil aus. Das ist auch ziemlich leicht. Das noch ein Nadellager drin, vorne ein Simmerring, hinten eine Dichtung. Hier oben ist es zum Beispiel noch abgeschwächt für die Lenkung, weil wenn man hier die verstärkten Kugelköpfe hat, dann passt es mit den meisten anderen Adaptern nicht. Wichtig ist es zu erwähnen, dass man das Teil, was hier jetzt reinkommt, einpressen soll, weil das Lager wohl ziemlich knirschig sein soll. Muss ich mal gucken, ob ich das eingepresst bekomme. Und dann werden wir das mal testen und gucken, ob das länger hält als das originale Teil. Also ich muss zu dem Material noch was dazu sagen. Das Aluminium 7075, könnt ihr selber mal googeln. Das ist eigentlich, glaube ich, das zweitstärkste Aluminium, was es gibt. Das ist mit Zink versetzt, wenn das wirklich ist. Die 70er, ja, mit Zink versetzt. Da ist kein Kupfer drin. Also es ist eine sehr hohe Legierung, die in der Raumfahrt und Flugzeugbau hauptsächlich verwendet wird. Auch jetzt nur mittlerweile im Mobiltelefon und Sportgeräte auch und Uhren. Also das muss wohl ein sehr gutes Material sein. Also sehr hart, sehr leicht. Ist okay. Gut, ach so, J-Parts ist jetzt seit kurzem, halt erst gestern mitbekommen, ist auch bei YouTube drin. Also ich mache euch mal den Link hier oben und auf jeden Fall abonnieren, weil die haben wirklich gute Sachen im Angebot. Ja, ich weiß, 189€ ist ganz schön teuer für so ein Teil. Aber lasst mal das Originale brechen. Wenn das Originale bricht und ja Pech, dass es nicht nur an den Laschen ausreißt, sondern am Gehäuse, dann bezahlt ihr mindestens 1200, 1300 für ein neues Getriebe. Weil das Außenteil bekommt ihr ja meistens nicht einzeln. Also müsst ihr das ganze Teil kaufen, das vordere Getriebe. Und da sagen wir immer, 200€. Ist immer noch akzeptabel. Dafür, dass ich nachher nicht 1200. Gerade wenn man so die großen Reifen aufzieht, hier so 27, 28 Zoll Matschreifen. Habe ich auch ein Video hier oben, könnt ihr mal gucken, meine ETP-Reifen. Und da sollte man definitiv nicht am falschen Ende sparen. Und ich habe es schon erlebt. Meine Glocke ist gleich innerhalb vom ersten Monat kaputt gegangen. Ich habe einen Wettkampf gemacht mit jemandem auf dem Acker, der frisch geflügt war. Allrad drin, voll Gas. Die ist losgefahren, hat sich kurz angehoben, ist wieder runtergekommen, knacks vorne, das Teil ausgebrochen. Gut, war auf Garantie komplett Getriebe vorne getauscht. Aber eben, das war eben nur an den Laschen ausgebrochen. Die Schrauben waren noch drin im Getriebe, also man hätte das ausschrauben können und das neue Teil dann einfach wieder drin machen können. So, das erstmal zu dem Teil. Dann gibt es die Schrauben, die sind alle gleich lang, so wie es aussieht, wa? Ja, die sind alle gleich lang. Und einen schönen Aufkleber gibt es auch noch. Ha? Wer braucht. Einbauanleitung habe ich mir aus dem Internet bei der Homepage geholt. Die haben eine Homepage auch. Wie gesagt, guckt mal auf ihren Channel bei YouTube vorbei, da findet ihr alles, was ihr braucht. Die bieten auch tolle andere Sachen an. Alles, was man braucht, bebildert. Ja, also es ist wirklich toll gemacht.
Ich will jetzt aber auch nicht Werbung machen für die Teile, für die jetzt. Ich will euch nur zeigen, was ich mir geholt habe und ich werde dieses Teil für euch testen. Und ich freue mich schon auf Packwitz, wenn es richtig hart dran geht und gucke, ob mir das Ding da vorne abreißt oder lieber eine Antriebswelle. Jetzt gehen wir erstmal nach draußen und bauen uns ein. Jo, bis später. So, was brauchen wir denn zum Wechseln? Wir brauchen gutes Werkzeug. Klingt komisch, ist aber so. In der Bedienungsanleitung, die ich mir runtergeladen habe und ausgedruckt habe, steht vordere rechte Rad ab. Nach dem Schnips jetzt weiter. So, Reifen sind ab. Ich habe auf beiden Seiten, ich habe ihn komplett runtergepumpt. Öl müssen wir mal ablassen, ist unten eine Schraube. Mache ich jetzt nicht, ich will mal gucken, wie viel rausläuft. Ich habe es jetzt wirklich hinten hochgepumpt und vorne runter. Aber ich denke mal, da wird noch ein bisschen was rauslaufen, muss ich mir noch nachbestellen. Also, ihr braucht definitiv noch das Öl für den vorderen Differential hier. Naja, ist ja kein Differential, für den vorderen Antrieb da. Denn das wird so nicht gehen. So, als erstes müssen wir erstmal den Spind hier lösen. Denn der Spind ist nur reingeschlagen und sichert sich dadurch selber. Da brauchen wir einen Hammer und irgendwas, was ein bisschen dünner ist, dass es da durchpasst. Wollen wir das mal machen. So, Splint ist raus. Den brauchen wir nicht mehr, weil ein neuer dabei ist. Wie gesagt, ist einfach nur ein gewickeltes Eisen, so sieht aus. Ja, das ist ein richtig gewickeltes Eisen, was sich dann sozusagen verklemmt tut. Jetzt kann man das Teil hier einfach abziehen. So, jetzt haben wir es ab. So, jetzt müssen wir die vier Schrauben lösen. Gleich mal überprüfen, ob wir Spiel drauf haben. Scheinen wir nicht zu haben. Alle check. Ja, Kreuzgelenk hat ganz bisschen Spiel. Ist okay. Dann suchen wir uns mal den nächsten Schlüssel. Wie gesagt, die Originalschrauben sind Torx. Ja. So, alle Schrauben sind raus. Jetzt könnt ihr zugucken, wie ich das Ding rausnehme. Normalerweise sollte jetzt Öl rauslaufen. Weil wenn man jetzt hier so rüben kommt, hier ist die Kontrollschraube. Ich hoffe, ihr seht das dann. Und die ist eigentlich in der Höhe da, wo der Teil ist. Ich habe es zwar runtergepumpt, aber ich denke mal, da wird Öl rauslaufen. Ja, läuft doch. Ja, aber nur ein kleiner Schwaps, das geht schon. Gut. Wie gesagt, müsst ihr auffangen. Jetzt habe ich eigentlich den Lappen hier in die Pack. Gut. Ja. Dann gucken wir mal weiter. Jetzt geht es erstmal darum, ob wir Spiel haben hier irgendwie. Sieht halt ganz gut aus. Das Teil kann man jetzt einfach hier rausschieben, ja. Einfach rausschieben. Ich würde aber empfehlen, dass er hier immer ein bisschen sauber macht, ja. Bevor er durchschiebt hier. Jetzt habe ich das hier ein bisschen gereinigt. Jetzt schieben wir es einfach raus. Das ist wirklich, man merkt auch, das ist wirklich, da ist Spiel drin. Also hier ist wirklich in dem Lager hinten Spiel und das wollen sie ja hier mit dem Lager geändert haben. Ja, das fester ist, ja. Also ich werde jetzt aber auf definitiv hier alles mal richtig säubern. Weil ich will ja nicht, dass ich den Simmerring da beschädige durch den Rost hier. Also das wirklich hier alles entfernen. Und dann wird es erst da eingeschoben. Ja. Ich überlege gerade, ob ich das vielleicht ein bisschen wärmer mache und das hier tiefkühle, dann brauche ich es vielleicht nicht einpressen, sondern einfach nur reinschieben. Ja, das ist knirschig. Da muss ich mir was einfallen lassen. Ja, wir kühlen das jetzt mal runter hier und machen das warm und dann wird das drin gesteckt. Dann muss ich jetzt hier meinen Heizraum machen, weil nur hier kriegt der Teil auf gute 40 Grad erhitzt. 30, 40 Grad. Jetzt steht noch in dem Handbuch drin, dass man noch ein bisschen Fett nehmen soll und dann das Lager. Und dann eben an den Simmerring hier hinten soll auch noch ein bisschen Fett dran. Nicht so viele, aber auch nicht so wenig. Ja. Das ist nur wahrscheinlich, dass das Gin geschmeidig rinflutscht und nicht gleich alles defekt ist. Und jetzt muss ich immer ein Teil holen, was ich in den Tiefkühlschrank habe und hoffe, dass ich dann hier so drin geflutscht kriege, ohne dass da irgendwas passiert. Ja. So, jetzt kommt es zum Tiefkühlschrank. Ihr seht schon, wie es anläuft. Jetzt stecke ich das einfach hier so drin und hoffe, dass es richtig rinflutscht. Da sitzt. Also muss es nicht einpressen. Also Tiefkühlschrank reinpacken. Das Teil hier auf 30 Grad ungefähr. Halt. Das Teil auf 30 Grad erhitzen. Also ich habe es hier auf meinen Ofen gepackt. Der hat so 30, 40 Grad hier oben drauf. Das Teil war jetzt gerade bei Minusgrade ungefähr, sagen wir, minus 10, 15 Grad im Tiefkühlfach für eine halbe Stunde. Und ihr kriegt es dann einfach eingeschoben, ohne einzupressen. So, hier nochmal. Ist jetzt alles so, wie es sein soll. Sieht gut aus. Wie gesagt, man muss es nicht einpressen, wenn man es runterkühlt. Ja, jetzt kommen wahrscheinlich Argumente näher, aber du kannst Spannungsrisse kriegen und. Ich habe bis jetzt keine schlechten Erfahrungen gemacht mit runterkühlen und erwärmen. Und wie gesagt, ich habe ja nicht im extremen Bereich runtergekühlt oder erwärmt. Das ist ja 30 Grad Teil und das waren hier minus 10 ungefähr. Also, ja, ist okay. So, jetzt nochmal einen direkten Vergleich hier.
Ja, die Stärke, ja, sieht man eben schon, dass das neue Teil dicker ist. Also gut, die Hälfte nochmal stärker. Und wie gesagt, hier ist es ja mal ausgebrochen an den Nasen hier. Also bei meinem alten Teil. Ja, hier oben die Aussparung ist eben, wenn man verstärkte Kugelköpfe an der Lenkstange benutzt, das passt nicht mit den anderen Teilen, die ihr so kaufen könnt. Die sind nämlich hier oben auch voll. Und dann passen die verstärkten Kugelköpfe hier nicht hin von der Lenkung denn. Deswegen ist hier die Aussparung. So, hier ist auch eine Aussparung, weil da ziemlich eng ist am Chassis unten. Das zeige ich euch nachher noch. Und hier ist genug Platz, deswegen haben sie es hier wahrscheinlich so stark gelassen. Müssen wir mal gucken, wa? Jetzt bauen wir das mal ein. So, das sind jetzt die neuen Schrauben. Finde ich schade, dass die nicht Torx haben. Ja, dass die nicht Torx haben. Und das Inbus. Oh, naja, gut, die werden ja auch dann nur mit 10 bis 15 Newtonmeter angezogen. Jedenfalls steht das so ein Handbuch drin. Und dann noch eine andere Sache, was ich ein bisschen komisch finde. Ihr habt ja vorhin gesehen, wie der Stumpf aussieht für die Sicherung nachher. Der sieht mir ein bisschen, der soll ja eigentlich nur dafür sorgen, dass er nicht abrutscht. Das ist nochmal ein Vergleich. Das ist der alte. Ja, und das geht der neue. Ja, dass ihr mal seht, das ist hier viel voller mit Material, aber eben, die werden sich was dabei gedacht haben. So, und dann haben wir noch die Originalschraube nochmal zum Vergleich. Originalschraube und die. Dafür, dass das Cover eigentlich länger ist, also dicker, ist die Schraube eigentlich fast genau lang, vielleicht ein bisschen länger. Gut. Die Schrauben werden mit 10 bis 15 Newtonmeter eingeschraubt vom Cover. Wichtig ist, Öl müsst ihr ablassen, das läuft aus, habt ihr gesehen. Öl ablassen und dann wieder das neue Öl einfüllen. Die Einfüllmenge ist 275 Milliliter in dem Getriebe. Nur zur Information, ich schreibe alles nochmal in der Beschreibung, nochmal genau hin. Und ihr könnt euch auch das Bedienungshandbuch da von der Seite runterladen. Und die Öleinlass- und Ablassschrauben werden auch mit 11 bis 14 Newtonmeter eingeschraubt. Also übertreibt es nicht, macht es nicht kaputt. So, dann wollen wir das Cover erstmal reinsetzen. Erstmal alle Schrauben ansetzen und dann gucken wir mal weiter. So, dann schrauben wir uns erstmal alle handfest an, immer schön über Kreuz. Ja. Ich habe erstmal alle handfest angezogen. Und jetzt müssen wir uns langsam hocharbeiten und das Ding richtig einschrauben. Muss man eben schön gleichmäßig anziehen. So, alles angezogen, alles mit 10 Newtonmeter angezogen. Sieht ganz gut aus. Jetzt wollen wir noch kontrollieren, ob es leichtgängig ist und kein Spiel hat. Gut, ich habe den Vorteil, meine ist noch ziemlich neu und das Getriebe wurde sowieso nochmal getauscht. Ich bin ja nicht völlig mit Albert mit dem neuen Getriebe gefahren bis jetzt. Ja, ist kein Spiel drin, dreht sich wunderbar. Ist okay. So, jetzt will ich euch nochmal zeigen, warum die Aussparung hier ist. Jetzt, wenn man genau hinguckt, seht ihr da, wie hier die Lenkstange hinkommt. Ja, wenn ihr jetzt einen verstärkten Kugelkopf habt, der kommt dann ein Stück tiefer. Deswegen ist hier die Aussparung. Da müsst ihr sehr, sehr doll aufpassen, dass ihr euch nicht so ein Teil holt, was hier so richtig fett ist. Gut, meine ist ja schon serienmäßig höher gelegt, wenn ihr jetzt bei der Scram, da ist ja ein bisschen flacher. Da kann Sinn, dass da ein anderer Teil passt. Aber wenn ihr jetzt eine Höherlegung macht, müsst ihr aufpassen, dass ihr so ein Teil habt, was hier oben abgeschwächt ist. Sonst passt das nicht. Ja? Ich hoffe, ihr seht das. Ich gehe nochmal ran mit der Kamera. Ja? Ja, das ist eine ganz schöne knappe Kiste. Also das ist das Maximum, was wir rausholen können. Hier unten sieht man, dass es abgeschwächt ist. Das ist eigentlich nur zur Einfädelung, damit man hier hinten so ein bisschen einfädeln kann. Jetzt so könnte es eigentlich so stark bleiben. Da stört eigentlich nichts. Also ist schon geil gemacht. Also die haben sich wirklich einen Kopf gemacht, wie man das Ding konstruieren kann. Jetzt ist nur die Frage, ob es denn noch hält. So, jetzt wollen wir erstmal hier noch das Kreuzgelenk anklatschen da und den Spind drin dreschen. Na, dröschen sagt man nicht. Hinschlagen, Entschuldigung. Dazu müssen wir erstmal gucken, dass wir ungefähr da reinkommen, dass das Loch dann nachher da ist, wo es soll. Das sieht gut aus. Jetzt schieben wir das Loch auf. Ja. Hell und frei. Und jetzt kommt der Splint noch hineingeklopfelt. Das ist aber wirklich ein fetter Splint. Ja? Kann ich dir zeigen, du musst irgendwann einen größeren Hammer nehmen und dann, wie gesagt, jetzt kann jeder so einen Splint drin dröschen, aber macht das nicht zu doll, weil
ihr könntet ja die Lager beschädigen, wa? So, das war es jedenfalls. Jetzt müsst ihr dann danach noch die Schraube lösen. Natürlich unten die Ablassschraube wieder schließen. Mit den Newtonmeter, die ich euch vorhin gesagt habe, ich habe es schon vergessen. Das waren Ölablassschraube und Einlassschraube 11 bis 14 Newtonmeter. Und ein Festschrauben wieder. Hier die 275 Milliliter on the Mons scheiße Lumpe da reinkippen. Und dann auch wieder hier mit 11 bis 14 Newtonmeter anziehen die Schraube. Die hier vorne sind dann mit 10 bis 15 Newtonmeter. Und dann haben wir das eigentlich gemacht. Dann sollte das Ding nicht mehr kaputt gehen. Also ich hoffe, das hat euch gefallen, das Video. Das ist ein bisschen lang geworden. Ja. Ich versuche so viele wie möglich rauszuschneiden und zum Schluss kommen nochmal Outtakes, wa? Haut da rein. So. Jetzt habe ich alles vorbereitet. Jetzt will der Laptop unbedingt irgendwas updaten. Epson Software, das ist der Drucker, den braucht er jetzt ja nicht. Gut, nochmal. Heute geht's um das Cover vorne von Sportsman Scrambler. Warum mache ich denn so eigentlich? Okay. Heute geht's um das Cover. Nee, warte, wir trinken mal. Heute geht's nochmal für den Vorspann. Wegen dem Vorspann. So, fangen wir nochmal an. Wieso ist da die Kappe kaputt? Das ist doch scheiße. Muss ich sie mir neu drücken? Ich sag, die Originalschrauben sind Torx. Ja. Ich kann euch jetzt nicht mal sagen, welche Größe das ist. Muss ich mal kurz gucken. Zieht das drauf? Verdammt. Na gut. Ist halt Torx. Müsst ja gucken, welcher da am besten passt. Hätte ich mal lieber nicht rausgemacht. Scheiße hier! An die Klippe, an denen dich drängen sollte nichts, aber jetzt ist es zu spät.